So, da ist er wieder. Schon wieder ein Geschenk bekommen? Alter. Vorher gab es immer auf Klamotten, Ausrüstungsgegenstände, jetzt gibt es nur noch Geschenke. So, wo müssen wir denn hin? Hier ist noch was unaufgedeckt, das würde ich gerne mal aufdecken wollen. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Und wurde ich aus dem Flashpack geworfen? Nö, komm. Das dauert nur 10 Minuten, bis das passiert. Ich habe noch länger als 10 Minuten gegessen, oder? Keine Ahnung. Ich achte nicht auf die Zeit. Landest du jetzt? Ja, sehr schön. Cool. Kann ich hier was kaufen? Ich habe einen guten Ruf. Das wisst ihr. Ihr schuldet Paris 100 Riesen. Jetzt werdet ihr dafür zahlen. Das war's dann? Ihr nehmt mir alles außer meinem Schiff und meinen Kleidern? Das Schiff haben wir euch auch genommen. Witzig. Das war kein Scherz, Bruder. Hier sind ein paar Credits frei Haus. Spielt damit. Was ist das? Fähre zur republikanischen Flotte. Okay, brauche ich jetzt nicht. Cybertech, Zündfertigkeit, Rüstungsbau, Waffenbau. Kopfgeldjäger, Agent, Sith-Krieger, Sith-Inquisitor. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Inwiefern? Da war ein Sith-Inquisitor und also ein Ausbildungsberuf halt wieder. Also. Modifikationsstufe 18, 22. 18, 22. Brauche ich nicht. Ich brauche eher für 38. Crew-Fähigkeitenhändler, Gefährten, Geschenkehändler brauche ich auch nicht. Modifikation 26, 26. Spezialgüter. Gucken wir mal bei. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Und ich gucke wieder raus. Das ist alles nicht zu meinem Level. Steam-Händler, nee, brauche ich nicht. Soldat, Schmuggler, Jedi Botschafter, Jedi Ritterausbildung. Was ihr hier lernt, kann euch und anderen das Leben retten. Lichtschwertwurf. Fokussierte Verteidigung. Die Macht kämpft mit euch. Hä? Warte, was? Ey! Ich
kämpfe nie wieder gegen jemanden, der über 100.000 Leben hat. Das dauert. Schalte zusätzlich Schnellleiste. Wie erhöhe ich denn das Ding hier? Ach scheiße, ich lasse es erstmal so. Gibt es hier noch andere Sachen zu kaufen, außer das? Anscheinend nicht. Aber hier ist noch was unaufgedeckt. Da möchte ich gerne rein. Das hier genau. Sozialobjektehändler. Was hast du denn? Seht ihr etwas, das euch zusagt? Nee. Beehrt uns bald wieder. Kantina-Händler. Alter, was? Spice Lord Love. Naja. Südsektor Bobber. Okay. Hier wäre jetzt auch alles aufgedeckt. Haben wir jetzt die komplette Karte aufgedeckt? Nee. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Da und da ist noch was unaufgedeckt. Okay. Wo geht's da hin? Irgendwo, wo ich nicht hin will? Wo geht's da hin? Irgendwo, wo ich nicht hin will? Was ist das? Rufhändler, Rufhändler, GSI Spezialrufhändler. Kantinahändler. Und ein Übungsplatz zum Schießen. Da hinten ging's rein. Und ich habe immer noch nicht die ganze Map aufgedeckt. Okay. Was ist das, wenn Diplomatie scheitert? Melde dich bei Botschafter Abaddon. Machen wir doch mal. Hier ist eine riesengroße Nacktschnecke. Das ist eine Katastrophe, Barish. Wie soll ich mich mit Feinden befassen, die nicht verhandeln? Ja, Power Golka. Doronikuna wa wundat bongo. So. Minister Planet schickt mich. Ich habe eure gestohlenen Passiercodes. Ich habe kaum gewagt, es zu glauben, als er uns mitteilte, dass ihr kommen würdet. Ich danke euch. Ich bin Botschafter Avadon. Und das ist Barish Fenak Toril, einer der wichtigsten Geschäftsleute in diesem System. Willkommen. Tavajiotata. Koga utano pisto pompaula.
Ich habe mich schon gefragt, ob die Republik ganz allein dasteht. Ganz und gar nicht. Parish ist der Republik in dunklen Zeiten ein guter Freund gewesen. Ich habe den Auftrag, für die Republik Beziehungen auf Nar Shaddaa aufzubauen. Wir brauchen die technischen Vorzüge hier, um uns gegen das Imperium zur Wehr zu setzen. Die Anführer von Nar Shaddaa verkauften uns einen ganzen Sektor für unser Hauptquartier. Leider wird er von den Schurken der Kintanischen Könige heimgesucht. Ihre Tage sind gezählt, versprochen. Ich muss euch warnen. Das sind keine gewöhnlichen Kriminellen. Die Kintanischen Könige wollen uns aus ihrem Gebiet vertreiben. Und sie gewinnen. Ein Jedi, der uns helfen wollte, wurde auf offener Straße tot aufgefunden. Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Seid ihr sicher, dass es die Bande war, die den Jedi ermordet hat? Ja und nein. Verlässliche Informationen sind hier eine Seltenheit. Die Mogukai sind ein Nikto-Kult. Jedi-Jäger, die gelehrt werden, der Macht zu widerstehen. Ich wurde gelehrt, Sith zu widerstehen, Botschafter. Der ermordete Jedi ebenso, nehme ich an. Der Angriff auf Minister Planet war nur eine Ablenkung. In Wahrheit wollten die Verbrecher einen Militärfrachter der Republik entführen, der kybernetische Kampfimplantate transportierte. Schnellere und stärkere kintanische Könige können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Wenn ihr die Implantate habt, bringt sie dem Waffenhändler Nurkolas. Er arbeitet heimlich für Barish. Warte mal, was? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich habe 12 Quests. Welche waren das jetzt? Stimmt das dort oben? Okay. Also mehr kann ich nicht annehmen. Okay. Was ist das für ein Röckchen? Jetzt geht's endlich los, dass ich wieder Ausrüstung kriege hier, wenn die suchen gehen. Da wird ja auch mal Zeit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wird ja auch mal Zeit. Bewaffnet und gefährlich. Wo mache ich die Quest? Bewaffnet gefährlich da unten, okay. Aber nicht die Plattform, wo ich angekommen bin. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Bewaffnet und gefährlich. Genau da. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Oha.
mit. Lauf ich richtig? Ja. Hol die gestohlenen Implantate zurück. Mach ich. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Ich hab den umgebracht. Oder auch nicht. Panzer Kyras von Salus Kor Doppelpunkt. So eine Dose. Ah, da hinten haben wir noch eine. So, ein Döschen noch. Ein Döschen und ein Stößchen in das. Genau. Melde dich bei Nukul. Was? Nukulas. Ach, du Heimatanz und das Namen. Ich habe alles erledigt. Wieder ein Geschenk bekommen. Wie schlecht. Oh, warte mal. Deine ist ja noch. Ja. Hier nimmst du die da. Und wir müssen dir eine neue Hose besorgen. Im Kleid siehst du dämlich aus. Danke für eure Hilfe. Die Separatisten werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Falschen Typen angesprochen, wow. Waffenhändler? Joe Panky. Ach, bei dir habe ich schon mal reingeguckt. Ach, du hast ja nur Blutschwerter. 69 bis 103. 57 bis 85. Das hat ein gelbes Lichtschwert. Kristall, der hat auch einen gelben Kristall. Ich könnte mir eigentlich so ein Schwert holen, Kristall ausbauen und dann in meins einbauen. Gibt es hier auch eins mit rotem Lichtschwert, gelb,
Geld. Omi-Topi. Willkommen bei Nurkolas Waffen. Wenn es schießt, sticht, brät oder explodiert, hab ich es auf Lager. Wie ich sehe, habt ihr Barishs Kampfimplantate. Er wird ein glücklicher Hutter sein. Ich muss schon sagen, ich hätte mehr Jedi erwartet, nachdem die kintanischen Könige den anderen abgeschlachtet haben. Mehr als euch haben sie nicht geschickt? Jedi überlassen das Gesetz den zuständigen Behörden. Zuständige Behörden? Auf Nar Shaddaa? Ihr seid gerade erst angekommen, was? Eins ist sicher. Der Fels wird nicht glücklich sein, wenn er erfährt, was ihr getan habt. So nennen sie übrigens den Anführer der kintanischen Könige, den Fels. Ihr dürft dreimal raten, warum? Verbrecher klingen gerne härter, als sie sind. In diesem Fall ist das keine Übertreibung. Ich hab ihn mal gesehen und ich wünschte, ich hätte es nicht. Der Fels ist das Einzige, was die kintanischen Könige fürchten. Er ist überall, jederzeit. Warum erfahre ich das? Ihr steht jetzt ganz oben auf der Abschussliste vom Fels. Ich sorge mich um euer Wohlergehen. Sagt mal, wenn wir schon so herzlich und mitteilsam sind, vielleicht können wir ein kleines Geschäft besprechen. Diese Kampfimplantate sind erstklassige Ware. Mit dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt könnten wir einen netten Profit erzielen. Diese Technologie war ein Geschenk von Barish an die Republik. Ich sag ja nicht, dass wir alle nehmen sollen. Außerdem hat Barish noch andere Geschenke. Ich werde Barish sagen, dass die kintanischen Könige einige Kampfimplantate genutzt haben, bevor ihr sie überfallen habt. Er wird mir glauben, solange ihr nicht widersprecht. Was Barish nicht weiß, bringt ihn nicht um. Und uns wird es reicher machen. Klingt das gut? Ja. Gut, dann verstehen wir uns. Super! Barish ist auf dem Holo. Bleibt einfach locker. Schlechte Neuigkeiten, Boss. Wir konnten nicht alle Kampfimplantate zurückholen. Die kintanischen Könige müssen ein paar benutzt haben. Ja, Power Golka. Doroni Kuna wa Wunda Dongo. Chiliska Danamna Ine Chaijo Ronchika. Wir haben einen Holo-Notruf abgefangen, in dem den kintanischen Königen befohlen wurde, ihren Sklavenmarkt zu beschützen. Sie verkaufen entführte Bürger der Republik. Sklavenhändler aus dem Geschäft zu treiben, ist immer eine Freude. Ihr werdet schnell handeln müssen, Jedi. Einige der Opfer sind machtsensitive Kinder, die hier auf dem Weg zu den Jedi Station gemacht haben. Mich schaudert bei dem Gedanken, was dieser kriminelle Abschaum mit den Kindern vorhat. Solange ich in der Nähe bin, wird kein Unschuldiger zu Schaden kommen. Barish glaubt, dass der Sklavenmarkt der Bande in den Ruinen eines alten Casinos stattfindet. Zeit, das zu beenden. Wir müssen das nicht weiter besprechen. Bitte beeilt euch. Befreit unsere Leute, bevor es zu spät ist. Ich werde die Kinder schon befreien. Oh. So, aber wenn ich jetzt schon mal die ganze Zeit hier bin, das sind doch Doppellichtschwerter, die sind doch was für Kira. Wo war denn jetzt der Typ? Hier. Usada Buha. 82 bis 124. Erfordert Lichtschwert, erfordert Stufe 34. Haupthand, Nebenhand. Hä, da bin ich doch gar nicht. Ich bin bei dem dort. Erfordert Doppellichtschwert, genau. Schaden des Typs Energie. Na, 82, 124. Typsi, geh mal bitte weg. Kira, beweg mal dein zartes Hinterteil zu mir. Fomi Topi. Schön, wieder da zu sein. Achio Penki. Dein Lichtschwert macht... Ach, du kriegst neues. Komm, Pübi. Kovisch dir. Dafür machst du das Raumschiff sauber.
Dann kannst du gleich bei mir bleiben. Wenn du jetzt so schön mehr Damage machst. Gut. Ansonsten habe ich nichts für dich. Nö. Und bäh. So, Kira, Abmarsch. Wir müssen Kinder retten. Sklavenhandel ist das jetzt. Sklavenhandel, Labor, Suche nach Gänge, Suche nach Gänge. Schattenflucht, nein. Da ist Sklavenhandel. Oh. So, das Tolokron habe ich schon. Das ist Lichtschwertwurf 8 Sekunden. Und das ist erledigen. Okay. Okay. Einem wütenden Vater an. Frieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sein, dass ich diese Aufmerksamkeit der Grund führe. So, bevor ich den jetzt befreie, hier müssen noch zwei rumpümmeln, die ich umklatschen kann. So.
Shuta, Kasuya Likulira, Kanki Kum, Una Gutaka Bola Kupito Obra, Jiruni Pibuka. Ihr seid der sagenumwobene Jedi-Schlechter? Müsstet ihr nicht größer sein? Ich glaube kaum, dass das geschehen wird. Ihr habt gerade euer Todesurteil unterzeichnet, feiger Haufen Dreck. Ja. Ich würde sagen, gehen wir eine Runde kämpfen. Den Fels zu schlagen. Dazu muss ich... Wow! Immer quer durch die ganze Map. Schön, eine Nachricht. Was soll das? Wo versteckt er sich denn? Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Attacke! Da wieder aufwisch. Ich komme mal auf, Nachschüttung. Keine Sorge.
Was gibt's hier unten? Gibt's da unten überhaupt was? Ja, Sturzflug. Hier offen. Gladiator war, dann bin ich aber. Muss ich überhaupt jetzt hier unten lang oder oben lang? Ich muss oben lang, oder? Ja. Wo komme ich da hinten hin? Ne, warte mal. Hä, wo. Oh, leck mich doch am Fuß, ey. Ich blick hier bei dem ganzen Scheiß nicht mehr durch. Ich bin in einem. Wieso respawnen die auf einmal alle? Respawnen die nicht immer nach einer Zeit? Nee, ich bin durch so eine grüne Barriere gegangen. Ihr dürfte gar nichts mehr. Das ist Story. Ihr dürfte gar nichts mehr respawnen. In einem bestimmten Story-Bereich habe ich aber auch schon erlebt, dass da noch mehr Spieler dran sind, als respawnen die dort auch teilweise. Komplett unterschiedlich. Also, selbst wenn in dem Story-Bereich jetzt noch andere machen, ist das nicht mit meinem verbunden. Wenn bei mir keine mehr sind, dürften keine mehr respawnen. Das hat nichts mit anderen Spielern zu tun. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an.
Chanusna, Asubimota Uipa, Mujadok Chalka. Ai tutamiska jiho lokuta. Kutogi kumpa, jiji no liamake chisa. Es ist mir egal, wie viele Felsen ich zerstören muss. Ihr seid erledigt. Ta us azulas uval tumi chakulka dimaji. Chaskruni do pat kulira do kanki kun. Kabano tase makipuna. Mali tuta odmiska. Kula woska. Wabo nutzke uka tekalia. Ungeachtet Barishs Motivation, ihr werdet dafür bezahlen, was ihr getan habt. Mistuka mogoto parchi chisa domba. Bagthra wanawaga mi bunawa duedwipe. Portanuma gipawato. Ja. Und jetzt? Die ersten zwei waren mit zwei Dritten tot. Die anderen zwei beim Dritten. Und jetzt liegst du hier. Schwachkopf. Wawabanga, Tuske Wanawa, Tablota Wichawa. Kagochine Pohiga, Anuya Opa Kisaspita Perupa. Cha Porco Utmangisa, Mitisa Lota Kopada. Botschafter Avadon muss davon in Kenntnis gesetzt werden. Avaji Otata, Koga Utano Pisto Pokpawula. Wie kann ich sicher sein, dass das die Wahrheit ist? Kulira do kangi konka skonki do pan. Do mi cha kulka do vaji ta usa zalas uval. Man kann sich Achtbarkeit nicht kaufen. Man muss sie sich verdienen. Konchuta kasu yali kura do kangi kon. Na biska kulpa liya bindi imo ding. Jo. Das. Sonst gab's hier nix. Okay. Yeah.
Mach mal dein Fernlicht aus. So, ich muss jetzt der Fels ist zerschlagen. Dahin. Okay. Hör mal schöne gelbe Linie nach. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So soll es ja auch sein. Dank euch ziehen die kintanischen Könige sich zurück. Die Bürger der Republik sind endlich sicher. Ich sollte begeistert sein. Doch Barish hat mir soeben etwas Beunruhigendes mitgeteilt. Es ist sicher die richtige Entscheidung. Nar Shaddaa ist für die Zukunft der Republik sehr wichtig. Und wir haben nur wenige Verbündete. Ich werde mit euch zusammenarbeiten, Barish. Aber ich behalte euch im Auge. Das wird ein längerer Aufenthalt. Danke für alles, was ihr getan habt.
Besonders dafür, dass ihr die Wahrheit ans Licht gebracht habt. Es war mir ein Vergnügen. Da ihr zu den wenigen gehört, denen ich vertrauen kann, würdet ihr noch etwas übernehmen? Oh, was ein Mann noch? Namens Elox hat die Republik um Hilfe im Rotlichtsektor gebeten. Falls ihr in die Gegend geht, sprecht bitte mit ihm. Die Quest habe ich schon längst abgeschlossen. Willst du mich verarschen? Und muss ich den Mist nochmal machen? Alter, komme ich auch immer von meinen 15 Quests runter? Ne, von meinen 12 Quests mehr darf man ja nicht haben. Alter! Hier ist bei Elox. Wieder so ein Rotlichtmilieu. Mann, ey. Ich würde am liebsten erstmal zur republikanischen Flügel. Ja, doch. Das mache ich jetzt. Das wäre jederzeit gut. Ich mache das jetzt so auch. Ich will erstmal zur Flotte Flattery Dutchen. Ne? Mein Lichtschwert wieder aufwerten. Ne? Das andere auseinandernehmen, wenn es geht. Ich denke mal, das wird es dann aber für heute gewesen sein, weil ich bin total fertig. Okay, ja, dann gehe ich auch gleich auf. Oder jetzt, wenn du aufgehst. Ich möchte auch morgen früh einen guten Morgen-Stream mal wieder machen. Aber diesmal... Du wolltest nicht ein, oder war das YouTube? Irgendwas mit Tendenz habe ich bekommen. YouTube. Ah, okay. Nee, der morgige Guten Morgen Stream, da gibt es tatsächlich mal keinen Tenanz. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wo ist ein Raumhafen? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich werde morgen früh mal ein anderes Spiel streamen. Weil bei Tenanz ist einfach immer nur noch das Gleiche machen, bis du halt irgendwann mal in einen anderen Stadtbezirk kommst. Und ich habe keinen Bock, immer die gleichen Wohnungen und Wohnwagen einzurichten. Okay. Dann verlässt ihn auch irgendwann die Lust. Ich werde das zwar ab und an mal noch streamen und aufnehmen dabei. Und dann auf YouTube hochladen, aber nicht mehr so häufig. Das sind dann in meinen Augen nur noch Füllerfolgen, falls es mir mal zum Beispiel Star Wars fehlt. Oder jetzt irgendwas anderes. Hey, morgen will ich mal ins Zocken, wo ich mich halt gestern schon bepisst habe vor Lachen. Na, fahr ich jetzt eigentlich richtig? Mangelt es hier die Ritter da? Nee, das nicht. Mit welchem Aufzug ich hier fahre? Ich habe heute noch keine Raumschlacht geführt. Schlimm. Oh ja, ich komme wieder nicht ins Raumschiff rein. Echt? Ja, ich habe wieder das Problem wie gestern. Ich fahre dahin. Der Pfeil, der ändert sich nicht. Der bleibt einfach ein Pfeil und wenn ich anklicke, passiert einfach gar nichts. Oh, leck mir doch die Füße, ey. Ich habe jetzt gebockt, mich auszuloggen und neu einzuloggen. Dann werde ich den Stream jetzt hier beenden. Ne? Dann mache ich das beim nächsten Mal. So, das war's wie gesagt heute mit dem Stream, denn ich bin total knülle. Ich will jetzt ausmachen, was essen, mich heute bei Zeit ins Bett hauen, weil meine Tochter mich hat die Nacht nicht schlafen lassen. Morgen früh gibt's einen guten Morgen-Stream. Morgen Nachmittag, frühen Abend rum gibt's dann auch wieder einen Stream, da wird wieder Minecraft gestreamt. Mal schauen, was für ein Modpack. Theopolis haben wir jetzt durch, Astroblock ist durch. Mal schauen, was wir morgen streamen. Und am Sonntag gibt es dann wieder Star Wars. Ich wünsche euch jetzt aber noch einen wunderschönen Freitagabend. Und ich hoffe, wir hören uns morgen zum nächsten Stream wieder. Oh.
Rockstar, dance until I drop. My life is a party, my home is the club.